Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute geht es für uns an die erste Dressurprüfung 2021. Und zwar auf die S, dann für die FM2 Dressur, also nur für Freiberger weiter. Und zwar ist das ein GA0340 und ich reite nur der erste Umgang, also nur das GA03, weil wir morgen noch auf Schöne gehen und dort zwei FM2 Springen reiten. Gestern habe ich schon meine Ledersachen für heute Morgen putzt, also relativ lang gegangen ist, weil ich die Ressourcensachen und Springsachen musste putzen. Und heute Morgen habe ich dann den Lemmy gewaschen, was ihr ja jetzt gerade werdet sehen. Ich habe es ein bisschen gefilmt, wahrscheinlich. Ich sehe nicht so viel, wo er hat sich nicht still. Und dann läuft er immer aus dem Bild. Aber egal. Jetzt gehe ich ihn gut zum Morgen essen. Und dann tue ich ihn zöpfle. Und dann gehe ich noch kurz duschen, tue mich anlegen. Dann geht es Mittag. Dann wird er putzt. Und dann gehen wir los, weil die Prüfung ist erst um 3:15 Uhr. Und ja, ich werde ihn ein bisschen mitnehmen. Und am Schluss kommt dann eine Prüfung. Und ja, unser Ziel für heute ist halt einfach, dass wir ungefähr das zeigen können, was wir im Training so können. Und ja, klar, eine Klassik wäre schön, aber ich habe noch nie Freiberger-Dressur gestartet und deswegen weiß ich nicht so genau, wie das Niveau dort ist. Und deswegen wäre es ein bisschen arrogant zu sagen, ja, ich will unbedingt klassiert sein, aber so mit letzt werden, würde ich so sagen, das sollte, glaube ich, drin liegen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. We'll be right back.
So, wir sind jetzt wieder zurück daheim und ich habe auch schon alles ausgeladen und wieder eingeladen für morgen, weil dort geht es ja noch nach Chevenay. Das wird jetzt das nächste Video sein. Ich habe es nicht wollen, das gleiche Video tun, was schon ein bisschen länger wird mit der Dressurprüfung, die ich jetzt ganz drinnen habe gelassen. Und ich möchte noch kurz sagen, wie es so gegangen ist. Also, ja, es war halt das erste Dressur dieses Jahr gewesen und der Lemmy war leider nicht ganz so locker gewesen, aber ihn haben ja die Pflege mega gestört. Wir haben vergessen, nochmal einzusprayen, kurz bevor ich reingegangen bin. Und er war so ein bisschen abgelenkt gewesen und es war auch ein mega lugiger Platz gewesen. Und so, die Festwirtschaft war auch gerade direkt neben dem Vieren gewesen. Also, ja, so ein bisschen komisch und mega ablenkend. Und er war ein bisschen unkonzentriert, aber alles in allem hat es mir gar nicht so schlecht gedacht. Auch von den Prozenten her sind wir ja, so wie letztes Jahr sogar so ein bisschen höher gewesen. Aber es hat nicht so eine Klassierung gelangt, wie 14 wurden von 18 Reitern. Aber alles in allem sind wir eigentlich einigermaßen zufrieden. Klar, ein bisschen weiter vor hätte ich natürlich lieber gehabt, aber es war alles mega eng zusammen gewesen. Also auf Klassierung haben wir irgendwie 3% gefällt oder so. Und ja, wir sind eigentlich zufrieden und startet jetzt in nächster Zeit ja relativ viel Dressur und ich hoffe mir, dass er wieder in die Routine reinkommt und es nicht auch für die Dressurklassierungen längt. Und wie gesagt, morgen geht es weiter nach Chevenay. Das wird aber nur mit diesem Video sein. Ich hoffe, das Video hier hat euch gefallen und tschüss, bis zum nächsten Mal.